Hallo Maren! Hallo! Hallo liebe Kinder! Ach ja, und liebe Eltern! Wir sind heute hier. Ach ja, erstmal, das ist Lieselotte, meine beste Freundin. Und ich bin Bodo. Und einige Kinder kennen mich ja auch schon. Und heute sind wir hier, um euch die Kita Hönisch mal vorzustellen. Die ist saumäßig gut. Kommt mal mit, wir gehen zuerst rein. Hallo Lieselotte, hallo Bodo, was macht ihr denn hier? Hallo Birgit. Also, wir wollten unseren Zuschauern mal unsere Kindertagesstätte zeigen. Ach, das ist ja eine richtig gute Idee. Und zur Kindertagesstätte gehörst ja auch du. Vielleicht kannst du dich ja auch mal vorstellen. Ach ja, das mache ich doch gerne. Mein Name ist Birgit Rode. Ich leite hier die Kindertagesstätte in Hönisch schon seit vielen Jahren. Und zum Glück habe ich auch eine gute Unterstützung. Das ist die Maren Rosebrock, die ist die stellvertretende Leitung. Die filmt hier gerade und kann wenigstens mal Hallo sagen. Hallo, guten Tag. Was wollt ihr denn den Besuchern und den Zuschauern gerne zeigen? Oder was wollen die noch wissen? Oh, wir beide sind ja hier in der Kindertagesstätte. Und hier gibt es ja noch ein paar Kinder mehr. Vielleicht kannst du uns ja sagen, wie viele Kinder denn hier herkommen können. Ja, genau, das stimmt. Das ist bestimmt ganz interessant zu wissen. Wir sind eine sehr große Kindertagesstätte. Wir haben 120 Plätze, das heißt 120 Kinder können hierher kommen. Davon sind 45 in der Krippe und 75 Kinder sind im Kindergarten. Das sind ja ganz schön viele. Das ist ja eine große Kindertagesstätte. Das sag ich euch. Und die hat auch lange geöffnet. Von 7 bis 17 Uhr können die Kinder zu uns kommen. Und in der Zeit kriegen die natürlich auch noch Mittagessen und können hier schlafen und ganz viel spielen auch. Das sind ganz viele Kinder, ganz lange Öffnungszeiten. Aber wer arbeitet hier und wie viele arbeiten hier denn überhaupt? Ja, dafür braucht man richtig, richtig viele Leute. Wir haben hier so ungefähr 23 Erzieherinnen, die hier sind. Und auch noch die Frauen in der Küche, die ganz wichtig sind und das Essen austeilen und hier sauber machen. Ja, und dann haben wir immer noch Praktikanten, die auch immer gern willkommen sind und eine Fachberatung, die immer zu uns kommt, Frau Zimmermann. Und dann noch andere Menschen, die uns in normalen Zeiten besuchen können. Das sind dann zum Beispiel Logopäden oder auch noch andere Menschen, die uns in der Arbeit unterstützen. So viel. Das ist eine ganze Menge. Und weil wir das gar nicht alles heute zeigen können, gibt es auch noch einen Flyer von der Kindertagesstätte. Da können die Eltern im Internet nachgucken, da können sie noch ein bisschen lesen. Aber sie können auch gerne noch mich anrufen und Fragen stellen. Sie können auch E-Mails schreiben. Und heute gibt es hier sicherlich auch noch gleich ganz viel zu sehen, wozu ich recht herzlich einlade. Gerne den Krippenbereich zeigen. Hier sind zwei Krippengruppen im Haupthaus. Kommt mit! Hier sind wir auf dem Flur. Und hier auf dem Sofa. Dann können manchmal die Eltern sitzen mit den Kindern und schauen sich dann ganz oft die Ich-Ordner an. Hier um die Ecke, da ist schon die erste Gruppe, die Hasengruppe. Und wenn wir ein bisschen weiter gehen, noch ein Stückchen den Flur entlang, dann kommt die zweite Gruppe. Da sind wir in der Augengruppe.
haben den Kindern und den Eltern den ganzen Kindergarten gezeigt. Und jetzt bin ich ein bisschen müde, aber vielleicht kannst du mir helfen und mir erzählen, was man so in der Krippe den ganzen Tag macht. Ja, das kann ich machen. Also, morgens werden wir von unseren Eltern gebracht und dann haben wir erstmal ganz viel Zeit zum Spielen. Das stimmt, da hast du recht. Und den ganzen Tag hat man so viel zu tun und es gibt immer was zu entdecken. Das könnten wir gar nicht alles erzählen. So viel ist das. Und das stimmt. Deswegen haben wir ja auch hier oben den Tagesablauf hängen. Boah. Wir treffen Bodo und ich uns immer zum Spielen. Aber dort hinten, dort darf ich immer mit meinen Freunden spielen. Denn ich bin ja in der Krippe. Und hier gibt es richtig viele tolle Sachen. So, jetzt bin ich aber dran. Also, Lieselotte geht ja in die Krippe, aber ich bin schon ein bisschen älter. Ich gehe in den Kindergarten. Und hier zum Beispiel, hier ist die Igelgruppe und die Marienkäfergruppe. Und hier sieht man unseren tollen Spielbereich. Und einen riesen Spielplatz. Bevor wir weitergehen in den Kindergarten, zeigen wir euch unser Gartenhaus. Das ist ein Modulbau aus Containern. Da ist eine Kindergartengruppe, das ist die Igelgruppe, untergebracht und eine Krippengruppe, die Marienkäfer. Da zeigen wir euch jetzt mal die Räume. Waren die Räume bei uns im Gartenhaus, bei den Marienkäfern und bei den Igeln. Die Abläufe sind die gleichen wie bei den Gruppen im Haupthaus. Und jetzt geht nämlich der Bodo wieder zurück ins Haupthaus und zeigt euch dort noch die zwei Kindergartengruppen. Jetzt zeige ich euch noch die Gruppen hier im Haus. Wir haben nämlich einen eigenen Kindergartenbereich, wie ihr hier an der Tür so schön sehen könnt. Da steht ganz oben Kindergarten drauf. Und hier sind die beiden Kindergartengruppen Mäuse und die Bienen. Die sind hier im Flur entlang. Kommt mal mit, ich zeige es euch. Hier ist die Küche. Hier ziehen die Kinder sich von den Mäusen immer an und aus. Und dasselbe ist natürlich auch bei den Bienen der Fall. Das ist nur ein bisschen weiter da hinten.
los. Hallo, Tiffy. Mensch, Bodo, hallo. Na? Was machst du denn den ganzen Tag hier so? Hm? Ich lese gerade. Ach, echt? Ja, boah, total spannend. Wolltest du auch lesen? Oh ja, zwischendurch? Liest du mir denn was vor? Ich kann nämlich noch nicht lesen. Ach so, ja, aber nur lesen macht auch nicht Spaß. Hier kann man total viele Sachen noch im Kindergarten machen. Was denn? Kannst du mal erzählen? Oh, so viele Sachen. Man kann draußen spielen, man kann... Ach so, vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Wenn morgens die Kinder kommen, wenn alle da sind, machen wir einen großen Kreis. Ja, und da sitzen wir dann und zählen die Kinder. Und wir singen und wir spielen. Das macht richtig Spaß, ne? Oh, total. Das macht richtig viel Spaß. Und dann können Kinder frühstücken, andere spielen wieder oder lesen Bücher. Entschuldigung, hä? Und dann kann man aber auch rausgehen. Ja, nach draußen, das ist toll. Ja, hier im Kindergarten gibt es einen riesen Spielplatz. Das ist total schön. Da treffen sich alle Kinder. Dann kann man schaukeln und rutschen. Und der Kindergarten hat jedoch auch ganz viele Fahrzeuge. Das stimmt, die sind toll. Ganz, ganz toll. Und wenn dann alle dann auch draußen gespielt haben und wenn dann fast Mittag ist, dann gibt es natürlich leckeres Mittagessen. Ja, das gibt's hier immer, ja. Total lecker, ne? Was magst du am liebsten? Hammelfleisch. Oha! Okay, ich mag gerne Spaghetti Bolognese. Ach so. Ja, und nach dem Mittagessen? Wird geschlafen. Nein, nicht in der Krippe wird geschlafen. Hier im Kindergarten können sich die Kinder ausruhen. Ne? Dann kann man wieder lesen. Genau, lesen kann man dann. Oder man kann sich was Ruhiges zu spielen suchen. Oder natürlich auch gerne wieder ein bisschen rausgehen. Denn manche Kinder bleiben ganz schön lange noch hier. Ne? Manche bleiben bis 17 Uhr. Boah, und 17 dann, Uhr? Ja, aber dem wird nicht langweilig. Die sind nämlich ganz tolle Erzieher, die ganz tolle Sachen mit einem machen. Und dann irgendwann, wenn viel gespielt wurde, gebastelt, gelesen, gesungen, Spaß hatte, dann kommen die Mamas und dann holen die uns ab. Oder die Papas oder Omas. Oder der große Bruder. Der große Bruder auch. Also hier im Kindergarten in Hönisch ist das wirklich toll. Hier kann man gerne hinkommen. Sag mir doch bitte mal gucken da. Oh, hallo Bodo. Hallo, liebe Lotte. Ich habe dir gerade die Krippe gezeigt. Wo kommst du denn her? Oh, ich habe dir gerade den Kindergarten gezeigt. Oh. Alle Gruppen und den Flur und sogar die Küche. Und den Spielplatz. Oh, jetzt bin ich aber müde. Ich auch. Das war so anstrengend. Das war auch eine ganz schön lange Tour, ne? Aber jetzt haben wir ja eigentlich den Eltern alles gezeigt. Und den Kindern natürlich auch. Das stimmt. Oh, hallo, ja. Birgit. Hallo, ihr zwei. Hallo. Na, ihr seht aber ganz schön müde aus. Habt ihr richtig viel gemacht heute und ganz viel gezeigt, ne? Ja. Ja, und schön, dass ihr jetzt hier in der Halle seid. Weil guckt, ansonsten ist die Halle gerade leer. Normalerweise ist das ja so, dass die Kinder hier ganz viel spielen und toben. Das wisst ihr ja, ne? Das stimmt, da hast du recht, Birgit. Was macht ihr denn hier am liebsten? Oh, ich rutsche am liebsten und klettere am Klettergerüst. Ich auch. Und manchmal, da kann ich auch mal mit dem Auto hier spielen. Da kann man immer so toll rumfahren. Oh ja, das stimmt. Und schaukeln kann man ja auch noch. Ja, genau. Und dann wird immer was anderes aufgebaut. Hier ist immer richtig viel los in der Halle normalerweise. Und was ja auch immer noch ist, hier kommt immer der Jacek und macht Musik mit den Kindern. Einmal in der Woche, das ist richtig schön. Und wir haben einen Förderverein, der bezahlt das sogar. Und das findet jedes Jahr statt und das ist richtig, richtig schön. Stimmt, ja. Da machen wir immer Lieder singen und hüpfen und Bewegung. Das macht richtig Spaß. So, ich glaube... Jetzt haben wir alles gezeigt und können uns einmal aus dem Kindergarten hier in Hönisch verabschieden. Ja? Ja. Wollen wir alle Tschüss sagen? Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.